knallharter Cliffhanger. Cliffhanger. Cliffhanger in der letzten Folge. Jetzt kommt die U-Boot-Mission. That's our chopper, wir sind baby. Mitten im zweiten Heist. Haben uns natürlich coole Sachen angezogen. Auf der Treppe eigentlich umgezogen. Ich muss jetzt einen fiesen Frachthubschrauber fliegen. Ja, geil. Das habe ich ja noch gar nicht geübt. Vor allem jetzt musst du den erstmal, das U-Boot erstmal mitnehmen. Geil. Das schaffe ich schon. Geil. Die du ja nicht genommen hast. Also du nicht. Ich schon. Ich brauch die nicht. Was machst du? Habe ich jetzt in dem Spiel vorher auch noch nicht gemacht, ganz ehrlich. Aber gab's nicht, ich glaube, in einem von den DLCs für GTA 4 gab's auch so eine Transportmission. Die habe ich ja nicht gespielt. Schon nett mit der Dynamik zwischen den Figuren, wenn sie einem nur irgendwie ein bisschen sympathischer wären. Ja, aber sie müssten jetzt auch nicht die ganze Zeit schreien. Oh, was fliegt denn da? Kampfjet, oder? Mhm. Spiegelt sich sogar im Wasser. Jetzt muss ich den hier absetzen, oder wie? Ups. Nee? Ah ja. Passt. So, und wie steuere ich das? Die Trackify-App, um das Gerät aufzuspüren. Aha. Trackify. Ziel gefunden. Geil. Das ist sowas wie beim... Willst du wissen, ob dein Boyfriend dich betrügt? So, da die Schlucht entlang. Okay, wie gebe ich Gas? Einfach wie beim Auto. Ah ja. Einfach Gas geben. Ja, U-Boot-Spiele. Ah ja, okay, du bist dran. Ich habe ja meine Sound Service. Ah, ist hier Story. My phone's hooked up to the sensors on the sub. Bloop, bloop, bloop. I got an app here that you pick up the signal. It's relaying the diagnostics from this thing. Come on, get to it, man. An ex-army helicopter hovering by this platform's gonna raise suspicions. Ich glaube, das U-Boot-Spiel, also mein erstes U-Boot-Spiel, was ich viel gespielt habe, war von Particle Systems, glaube ich, hießen die. Kommt hier nicht zum Erzählen. Dabei sind unsere Geschichten immer viel besser. Und zwar war das Subwar 2050. Das war hast so du neulich Art, erst nochmal gespielt, kann das sein? Genau, das war so eine Art Action-U-Boot-Simulation. Bisschen so wie ein Weltraum-Action-Spiel, nur eben unter Wasser. Aber schon noch mit einer gewissen Trägheit.
Okay, das kenne ich gar nicht, hoppla. Da hat man zum Beispiel keine, da hat man auch keine so Geschütze gehabt, sondern hat man tatsächlich nur mit Torpedos gekämpft. Die ja dann auch ein richtig cooles Geräusch, also so richtig so bumm, tschuh. Mhm. Da gab es, das war für damals, ist es von irgendwie, keine Ahnung, frühe 90er Jahre, sah für deine Verhältnisse damals aber richtig cool aus. Es hatte zum Beispiel einen texturierten Boden, man konnte richtig zur Oberfläche fahren und dann war zwar oben immer Nacht gewesen, also keinen Himmel darstellen konnten, aber man konnte sehen, wie das Schiff so aus dem Wasser rausgeragt hat. Und es hat auch ganz coole Explosionen gehabt. Das war von den Leuten, die später eine meiner Lieblings-Weltraumspiele gemacht haben, nämlich das I-War oder auch Independence War. Was ja eines der wenigen Weltraumspiele war, die eine korrekte Physik hatten. Also wenn du in eine Richtung dich bewegt hast, dann bewegtest du dich da halt weiterhin, bis du eine Gegenkraft ausgewirkt hast, die dich wieder zum Stillstand gebracht hat. Und das war quasi ihr Frühwerk, hatte jetzt nicht doll storymäßig was. Es gab irgendwie ein Add-on später dann noch. Es hatte so ganz, ganz kurze, so 10 Sekunden, 5 Sekunden lange Render-Zwischenbilder manchmal, die aber ja für damalige Zeiten, wenn du sowas in einem Spiel drin hast, das hat dir ja den Kopf platzen lassen. Ja. Wenn da irgendwo, da war eine so eine Szene, kann ich mich daran erinnern, das war so ein bisschen so die Zeit von Sequest. Das ist der Gerät. Wo so ein Mac am Ufer entlang läuft in so einer U-Boot-Basis und das sah halt irrsinnig aus. Also absoluter Hammer. Und es hatte wirklich ein gutes Unterwassergefühl, weil du auch diese verschiedenen Temperaturschichten hattest. Okay. Also, das habe ich halt nie gespielt. Also wow, wie cool das aussieht hier. Krass, oder? Ja. Vorhin, oh, wenn jetzt da ein großer Fisch oder sowas kommen würde. Ein Wal. Es hat auch sowas ganz eigenes, U-Boot-Simulationen. Oder auch U-Boot-Level, ob es jetzt das ist. And is this what your buyer was after? Yeah, well, for sure. No, we'll be paid, Frankie. We will be well paid. Hast du schon unten dran? Ja, ja, da ist jetzt irgendwas unten dran. Irgend so ein Dings da, keine Ahnung. Ah, okay. Wie eine Bombe. Nee, ob es jetzt hier ist oder in Gears of War 3. Die U-Boot-Sequenz sieht auch total gut aus. Boah, ist der Hammer. Ist halt spielerisch nicht besonders anspruchsvoll, aber optisch ist sie der Knüller. Oder bei Leviathan DLC von Mass Effect 3. Ist auch nur sehr, sehr kurz, aber sehr coole Sequenz. Ich habe jetzt auch gerade eine Unterwassersequenz in einem anderen Spiel gespielt, über das ich nicht reden darf. Die ist auch sehr cool. Also echt cool. So, jetzt muss ich sie wieder einsammeln. Es sieht gut, das aussieht. Einfach Wahnsinn. Jetzt hier GTA, oder wie? Ja. Ja. Mit der Gischt einfach. Vor allem, was man halt alles machen ja. muss und kann. Und da, guck mal da, die Möwen, die da rumfliegen. Ach, herrlich. Einfach nur herrlich. Ups. Och komm. Ach scheiße. Ja, geil. Ja, fast. Na, naja. Sah aber cool aus. Wie cool, wir sind mit einem U-Boot-Spiel durch gewesen und die U-Boot-Sequenz war auch vorbei. Mal gucken, ob noch mehr kommen. Es gibt ja durchaus noch ein paar mehr. Man kann ja auch so mal Tauchspiele, wobei Tauchspiele gibt es jetzt so viele auch nicht. Ah, siehst du? Das ist ja einfach. Ja. So, und zurück zum Flugplatz. Jetzt sind wir wieder bei Hubschrauber spielen. War jetzt nicht so schwer, die ganze Aktion. Ich dachte, es ist irgendwie heikler. Ja. Jetzt verschrei ich es gerade. Jetzt kommen nämlich gleich die... Die Meriwethers. Ah, das sind sie auch schon. Okay, dann wechsel doch mal. Achso. Guck mal, du könntest auf die Seite des Hubschraubers wechseln.
Kabum. Also irgendwie gab es sowas ähnliches in GTA 4 Gay Tony. Da war auch was mit einem Transporthubschrauber und da hing dann so ein gepanzertes Fahrzeug. Oh. Geil. Hast du gesehen, wie der vorne rausgeschleudert wurde? Da hing dann so ein gepanzertes Fahrzeug dran. Ich glaube, wenn du zu Michael wechselst... Ah ne, Michael fliegt den ja, oder? Ja. Ja, aber ich schieß gerade lieber. Was ist denn da los? Ja, das ist der da. Ich meine, was klingelt denn hier? Ist das hier oder ist das im Spiel? Das ist die Raketen... Achso, Raketenaufschaltung. Ja. Tö, das ist ja wohl eine Frechheit. Die Radaraufschaltung ist das. Ich kenne Flares oder Chaffs. Wow. Cool. Einfach nur cool. What was that, T? I told you! That was Merryweather! Those choppers? And that ain't normal private security guards! Yeah, you're right! I have it on good authority that they're actually a lizard army who've taken human form to do the bidding of the New World Order. I hope you can flip that thing back. Audition. Mm-hmm. I don't want to see those reptile buddies of yours. Oder die FDP. Aber die sind ja Gott sei Dank inzwischen außer Gefecht. Erstmal, denken wir. Vielleicht gab es da auch wie bei V so eine Rebellenorganisation, die ausgeschaltet hat. Ja, ich habe V nie gesehen. Ich fand das immer nur eklig mit dem Meerschweinchen. Der Effekt war ganz schön schlecht, wenn man sich das heute nochmal anschaut. Ja. Aber damals, weiß ich noch, war das ein ganz schöner Hit. Bang. Ups. So. Dann gab es doch mal eine Neuauflage davon, die leider nicht so gut war. Oh. Was haben wir denn aufgesammelt? Bestimmt das Falsche. After this, the government won't care how long it's been. They're gonna put you and everyone you ever knew on their kill list. And you, I thought you would be smarter than this. What'd I do? Stealing a super weapon to sell to the Chinese. Damn, T. This some nuke or some shit? I thought you said you spoke to him. Yeah, I did. Okay? Kind of. I mean, he was all woozy and shit. It doesn't matter, all right? It's done. We've got it. Well, we could put it back. You drop it in the sea by the time they get a salvage operation together. No! Oh, so you want a drone circling your trailer? We'll get you another score, Trevor. You owe me! Wait, get in that chopper! Listen to whatever this fucking moron has to say. Okay! Alright, and on that note, I'm out of here. You won't be seeing me back here in a long time. Hey! We need a score! Remember! Man, I thought I was done not getting paid for these licks. Hello? Me too. Wie ist er eigentlich drauf? Was ist denn das jetzt? Jetzt haben wir diese Mission gemacht und für nix, oder wie? Mhm. Geil. 20 Millionen verdient, 20 Millionen wieder losgeworden. Großartig. Das hat schon seine ordentliche Packung Humor. Kann man jetzt nichts sagen. Ja, aber haben wir jetzt, was haben wir jetzt? Haben wir die Bombe? Nee. Nee, wir bringen sie. Ach, die anderen wieder zurück, sie oder wieder was? Zurück oder so. Genau. Ja, das war ja super. Die sind jetzt auch alle zu. Ich gehe jetzt mal zu Franklin, weil der jetzt in nächster Zeit ein bisschen Auto fahren muss. Außerdem hat er noch 10 Missionen offen. Müssen wir mal ein bisschen was abarbeiten hier. Ist aber schnell dahin gekommen, ne? Ja. Ja, ist Franklin, der fährt ja auch wie eine Eins. Ja, aber mal schauen, warum will jetzt der noch nicht bei in unserem Haus? Auto sitzt. Ach doch, jetzt ist er bei sich im Haus. Im richtigen Haus. Ach so, in seiner... Okay. Das ging jetzt aber sehr schnell. Was hat denn er jetzt an? Ach ja, hübsche Bude. Mhm. Und voll gegen die Scheibe gelaufen. Passiert in so einer Bude. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Jetzt nervt uns natürlich die ganze Zeit dieser nächste Heist. Warte mal, wieso ist denn das jetzt? Wo ist denn unser Auto eigentlich? Das ist doch, wir haben doch extra eins gebaut. Das müsste doch in der Garage stehen. In der Garage stehen, ja. Achso. Da schaue ich jetzt gleich mal nach, weil ich glaube nicht, dass das da ist.
Hard off. Haha. Ach, den müssen wir echt nochmal umlackieren. Die Farbe ist nix. Sonst ist er ja super, aber. Eignet sich aber als Fluchtfahrzeug. Ja? Könntest es ja schon mal irgendwo hinstellen einfach. Dann machen wir das doch. Aber wo? An einem abgelegenen Ort. Ist doch hier abgelegen. Nee. Mitten auf der Straße. Suchen wir uns mal einen richtig. Aber wieso den abgelegenen Ort? Das verstehe ich auch nicht. Wir ganz haben ja keine Ahnung, wo das alles stattfinden soll. Nee. Dann nehmen ja, wir das doch halb, mal. Also stellen. Das nee, Sende Chance, das kennen wir schon. Irgendwo da in der Nebenstraße. Stell's hier einfach so hin. Vielleicht. Ich mache jetzt mal hier die Kreuzung. Nein, da. Schon irgendwo in der Stadt. Nee. Da muss er erst da hinkommen, das ist doch scheiße. Ja und? Das ist ein bisschen übers Land. Ich mache es jetzt mal hier. Hier so eine einsame Landkreuzung. Durch die Serpentine ein bisschen. Wozu habe ich denn ein Auto, was so gut auf der Straße liegt, wenn ich es da nicht ausfahren kann? Weg da. Wir kommen da nicht mal an in einem Zustand, wo wir das Auto benutzen können. Ja, da fahre ich ja sogar rückwärts hin. Naja, fast. Und wieder falsch eingeschlagen. So. Wahnsinn. Oh, Heckscheibe ist schon kaputt. Da bin ich ja gespannt, ob das einer repariert in der Zeit, während wir den Heist machen. Carglass oder so. Die reparieren nämlich und tauschen aus. Ich fand es jetzt echt ein bisschen komisch mit der Tauchmission. Ich hatte irgendwie gedacht, dass man vielleicht irgendwo so richtig lang tauchen muss, weißt du? Hätte schon mal, der wollte hier gerade so das Laub weg wehen. Auf dem Nachbarsgrundstück, wie man es so macht. Hätte man vielleicht aber auch gemusst mit dem Durchtauchen. Ich habe noch nicht gecheckt, dass ich noch viel, viel weiter runter hätte gehen können mit dem U-Boot. Also unten war es ja dann relativ schmal. Du bist quasi von oben rangetaucht. Ja. Aber es gab doch damals in den Trailern auch so Szenen zu sehen, dass riesige Wracks unter Wasser sind. Gibt's auch, ja. Die habe ich sogar irgendwo bei irgendwem über die Schulter schauen schon gesehen. Und das ist, glaube ich, ganz schön cool. Aber das macht man, glaube ich, eher mit dem Tauchanzug. So. Das haben wir ja noch gar nicht, ne? Tauchanzug. Nee. Ich stelle jetzt die Karre einfach mal hier ab. Siehst du, die können hier nämlich ein bisschen begeistert zugucken. Was hat sie denn für ein komisches Hemd an? Jetzt rufe ich mal Mike an, sie hier. Und sie hat es auch recht eilig. Michael ist besetzt, dann schreibe ich dem jetzt aber mal eine SMS. Ne, was ist denn hier? Ich weiß nicht, was Michael dir beigebracht hat. Musst du schießen können. Schießstand in Ammunition, Will Trevor, aha. Okay, achso, das ist die alte. Aha, aha, aha. Wie? Aber da war doch, da stand doch, man stellt das irgendwo an einen abgelegenen Platz ab und dann soll man den dann an. Aber man soll dann da Michael anrufen. Ja, aber irgendwie auf Aber ich glaube, du musst im Auto sitzen. Meinst du? Damit das geht. Ah, in einem Wohngebiet. Ah, okay. Ach so, also muss ich doch noch weiter raus. Na gut. Warum darf denn ein Fluchtfahrzeug nicht im Wohngebiet stehen? Das verstehe ich nicht. Weiß ich auch nicht. Aber ich muss auch nicht alles verstehen. Das habe ich dann irgendwann auch mal hier gelernt. Hier ist gut, oder? Hier oben ja. So. Oh, hier ist sogar ein Rennen. Aber das haben wir schon gemacht, oder? Nee, das haben wir noch nicht gemacht. Dann fahre ich jetzt mal dahin. Da ist ein Geländewagenrennen. Ja, geil. Und da kann man auch eine Immobilie kaufen. Wie viel Geld hat denn? Das weiß ich nicht. 164.000, ja, könnte reichen. Oh. Ja, ist aber auch ein stabiles Auto. Wenn du so weiterfährst, dann müssen wir uns erstmal ein neues Auto kaufen. Was ist denn jetzt eigentlich, wenn wir das jetzt hier, wenn das kaputt geht? Ist es dann weg? Ich weiß nicht. Oder ist es in der Garage beim nächsten Mal? Ich glaube, es ist in der Garage wieder repariert. Okay. Wenn es denn echt so wäre. Das wäre echt toll. Dann würde ich die ganze Zeit irgendwie mein Auto kaputt fahren. Aus Fleiß. Das verstehe ich ja eh nicht, du und Michi, wie ihr euch ein Auto leisten könnt. Können wir ja nicht. Weil dafür können wir uns halt viele andere Dinge nicht leisten, wie Urlaub oder. Also, weiß nicht, wenn ich jetzt noch ein Auto hätte, ich würde nicht klarkommen. Also, du kommst ja auch ohne Auto nicht klar. Aber das finde ich bei ganz vielen Leuten so merkwürdig. Wie können sich so viele Leute in diesem Land ein Auto leisten? Ja, Auto ist schon. Das ist doch scheiße teuer. Ist es auch. Vor allem, weil ja doch immer irgendwas ist. Und dann brauchst du wieder neue Winterreifen und dann. Hast du nur irgendwie so eine kleine Macke, dass irgendwas aufblinkt und dann bringst du es zur Werkstatt und dann sagt er so, ja, gut, dass sie kommen, die ganze Elektronik muss ja ausgewechselt werden und das bist wieder 800 Euro los. Ja, Auto ist eine Sparbüchse, nur dass du keine Zinsen kriegst und dass du auch das Geld nicht mehr zurückkriegst. Boah, ist ja, die Musik scheiße. Das ist halt echt immer krass.
So, da ist ein Geländewagenrennen, das kannst du jetzt von mir aus gerne das mal. Doch, das ist doch Madame Rihanna, dieser oder? Dieser Ort ereignet sich für das Fluchtfahrzeug. Und dann stell's hin. Wähle Fluchtpunkt markieren, wenn du Michael anrufst. Jetzt rufen wir Michael an. Aha. Hey, I got a ride for our getaway, homie. Well done. Where's it stored? Great Chaparral. Ach, das ist ja geil. Er sagt dann auch, wo er ist. Ja, krass. Sehr cool. Fluchtwagen haben wir schon mal platziert. Ja, geil. Dann fahre ich doch einfach in der nächsten Folge da erstmal kurz das Rennen. Als Jawohl. Kleinen Einschub. Ach, bin ich ja fast ein bisschen neidisch, aber bitteschön. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.